So Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen in London 2012. Die richtigen Olympischen Spiele haben seit Freitag vorbei, aber bei mir geht's weiter. Damit man die Zeit zwischen den Olympischen Spielen und den Paralympischen Spielen erwähnt, überbieten oder wenn verzögern, dass nicht zu langweilig wird, gehe ich da mal weiter. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich für mich für die Kostüme zur Verfügung habe, weil ich schon geil. Der ist witzig. Ja, ich werde wahrscheinlich wie immer an Knuckles und mein Mii im Knuckles-Kostüm hernehmen, weil ich halt den Knuckles einfach extrem epic finde. Das ist einer meiner Lieblingscharaktere. Dann machen wir Beachvolleyball. Da sind leider Gottes die Deutschen, oder von Deutschen zu hören, gut, und dann haben die Deutschen endlich mal Erster geworden, die ersten Europäer, die was Gold gewonnen haben. Und wir werden das ein wenig verkürzen, weil ich ja bloß die Disziplin zeigen möchte. Wir werden nicht auf zwei gewonnene Sätze spielen, sondern bloß auf einen. Dafür erhöhen wir die Punkte auf 9, damit es nicht gar zu kurz wird. Steuerung weiß ich schon, wie es geht, dadurch, dass ich es schon angespielt habe. Für alle, die was die Steuerung auch sehen wollen, ich mache ein LPT mit ein paar Friends und da lesen wir die ganzen Bedienungsanleitungen, also gut wie alle durch. Aber beim Let's Play habe ich die Geduld eben nicht dafür, mich zu zocken, wenn ich die Vollgas. Außer ich kenne mich selber nicht mehr aus, dann muss ich nochmal lesen. Match mit einem Satz 9 Punkte. Wie ich das gegen meine Friends gespielt habe, habe ich extrem gelost. Aber ich werde das jetzt ein bisschen besser können, hoffentlich. Ich werde das ein wenig versuchen durchs Blocken. Zwar nicht immer, weil sonst wird es zur Gewohnheit. Aber so ab und zu dürfte ich schon mal sein. So, der ist jetzt wieder schön zum Blocken, den werden wir auch probieren. Na, ist nicht so schön. In der Sportart gibt es wieder Spezial-Smash. Den werde ich nach Möglichkeit jetzt gleich vorführen. Und zwar, wenn einer von meinen Charaktere so leicht wie der Spiel 1, der Knuckles, der Original Knuckles, dann kann ich mit 1 und 2 Spezial-Smash ausführen. Jetzt habe ich es aber leichter geschafft durch einen ganz normalen. Oh, das war fein. Ja, zeig deine Muckis, du hast nicht hast. Oh je. Super, den hätte ich eigentlich haben müssen. Aber naja, das Leben ist heavy. Das ist aber irgendwie mein Alt wieder da mal speziell. Das ist meiner. Yeah! Ist nicht der beste Defo, die Alleskönner sind die irgendwie besser. Aber für die zwei Kanten tut das. 4, 2,
Normalerweise hätte man jetzt schon einen Matchball, aber mit einem bisschen meine. Und wenn man aus irgendeinem Grund beide gleichzeitig reinholen, 9 oder 8 haben sollten, dann wird auf 2 gewonnen, also auf 2 Punkte Vorsprung gespielt. Fünf, zwei, 4 Punkte noch. Oh, das war blöd, das war blöd. Aber wenn wir jetzt gewinnen, dann kann ich wenigstens wieder einen Aufschlag machen. Ballenfeld, sehr gut. 6-3. Ich kann wieder fahren, super. Sehr gut. Dann muss ich das noch speziell machen. Naja, auf der 7-3, 2 Punkte zum Sieg. Immer gar nicht mehr, yes, servus. Okay. Matchball. Oh. Ein wenig spät orientiert, oder? Wir mit den 4 Matchbälle. Na, 3. Bist du eigentlich vollkommen? Führt da niemand speziell aus? Nicht einmal. Warum kann. Vielleicht kann ich einen Computer übernehmen, ich weiß jetzt nicht. Aber passt schon. 9-5 lässt sich anschauen, gegen einen Computer wenig hoch oder sonst. Ob das passt. Jetzt haben wir aber noch das zweite Match, weil wir haben natürlich Goldmedaille. Gegen Luigi und Peach. Ich fand das ein gelungenes Spiel dadurch, dass man nicht wie bei Batman oder Tischtennis einfach bloß schlägt, sondern man kann auch ein bisschen, man muss rennen, man muss ein bisschen taktisch arbeiten, man kann blocken, man kann entscheiden, in welche Richtung das man schießt. Boah, der war jetzt knapp. Ob das gewusst hätte. Eieieiei. Wow. Ah, der war knapp. Super. Und wann soll ich auch nicht einmal sonst weiterkommen?
Sehr gut. Das war jetzt epic. Yeah, geil. Boah. Das nehme ich mal als Skill. Also das war ein Daumen hochwirft. Das ist nur vom Knie war zum Power Smash bereit, aber ist es nicht. Aus irgendeinem Grund. Sehr gut. 5-1. Yes. Six ones. Wow. Hey, ich bin überrascht von mir. Und normal und der Niklas das sehen, die werden wir nicht mehr kennen. Ach, die waren so geschockt von dem, dass sie das, wenn man sich nicht geschafft hat, dass sie nur noch geübt sind. Ein Wahnsinn. Ja, der war jetzt nicht schlecht. Ah, der war immer zu nicht. 7-2. 2 Punkte zum Sieg. Oh, wieder nicht. So, jetzt mag ich hier nehmen und mag das auch nur Power Smash beenden. Sehr gut. Das erwischt mir sogar. Warum kann man den Power Smash von den Mitspielern nicht aktivieren? Das zeigt mir schon wieder irgendwie an. Das hätte ich ein bisschen besser machen können, damit ich meinen Computer ein bisschen steuern kann. Eieiei. Ja, okay, Mox. Yes, sehr gut. Nein, 3 besser als vorher. Und wir haben die Goldmedaille. So, jetzt haben wir 15 Minuten. Na, 14 Minuten. Als nächstes war dran die Sternis. Und ich mir einen kurzen Part mache. Also, ein Satz auf 5 Bälle. Dann könnte es schön ausgehen. Oder ich mache es nächstes Mal, dass ich die Stelle und Fußball mache. Aber Fußball dauert auch wieder so lange, das ist immer das Problem. Ah, ich mache einfach die Stellen jetzt. 2 Minuten.
Knuckles. Und noch einfach eins so, dass die schnell geht. Ein Vorspiel hat man natürlich, oder ein paar Disziplinen hat man natürlich in der London Party schon gesehen. Aber ich mache es einfach alle nur mit Einzeldisziplin-Modus durch. Ich möchte so weit als möglich alles mit 100% schaffen. Der war epic, der war skillig. Den muss ich natürlich ausnutzen. Yes. Teilweise braucht man schon relativ viel Reaktionsvermögen. Ich fand das immer schneller, wenn ich spiele. Vielleicht spiele ich einfach besser, aber die Bälle, teilweise die Computer, die schießen schon richtig schnelle Bälle. Ja, den nächsten Powerschuss wieder weg. Yes! Und dieser 5 Millionen, fuck, geil! Ja, auch schon wieder. Yes. Ah, der war jetzt Fisch. Schauen wir uns jetzt nur mehr an. Ja, schön. 5-0 5-0 5 Gramm und 0 Zucker. 5 Gramm und Cola 0. Jetzt müssen wir gegen einen Ofen spülen. Ich finde, dass bei solchen Charaktere, also bei solchen Disziplinen, die Art von Charakter eher wurscht ist. Dass man halt alles können, Kraft, Geschwindigkeit oder Fertigkeit ist. Ich weiß nicht, ob das großen Unterschied macht. Der einzige Unterschied, was da ist, ist von der Spezial her. Ja, ich habe jetzt übersehen. Aber seiner bremst nicht so lange wie der meine. Meine bremst länger. Da ist es unterschiedlich. Oje, was war das? Meine braucht tatsächlich nicht. Was ist denn die Druck? Ja. Ich muss mit Chance schauen. Wer kennt und ich schlage, der erwischt nicht. Was ist denn los?
This is a lame. Hier, wir müssen jetzt schneller reagieren. Das ist viel schneller als der meine. Nur wenn sie mir der meine, der ist zu voll, super. Wie lange der meine braucht? Yes! Erste Match voll abgewehrt. Okay, jetzt wird aggro. Nein. Okay, hier wieder mal aus dem Tor. Offscreen. Und zwar die Goldmedaille im Tischtennis von mir. Es ist zwar jetzt blöd, dass ich den Tag mit einem Fail beenden muss. Aber ich hoffe, dass euch mein Beach-Volleyball-Spiel taugt hat. Wenn ja, Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter und schreibt bitte in die Kommentare, warum, vielleicht vorne oder warum nicht, auf YouTube oder auf Facebook, gerne auch auf Skype, ist ganz egal. Mein Name bei Skype ist ganz normal, Kevin Bernbacher, wie es oben ja, beim Video steht, mein Kanal eben. Und bis zum nächsten Mal.